Oh. Tot. Einfach tot. Ich habe die Jungs gerecht. Wenigstens das konnte ich tun. Ich habe da noch ein cooles Schwert gekriegt. Eine Stahlwaffe, Langkrall. Das Problem ist... Chance auf Verstümmeln, Bonuserfahrung bei Humanoiden, Rüstungsdurchbohrung. Das ist natürlich nicht schlecht gewesen, ne? Machen wir Zeichenintensität rein. Was habe ich denn noch hier alles? Chance auf Einfrieren. Taumeln ist nicht unbedingt das, was ich gerade haben will. Rüstungsdurchbohrung. Chance auf Verbrennen. So. Und dann nochmal ein kleines bisschen wieder auffrischen. So. Dann würde ich sagen, holen wir uns doch mal gerade die Belohnung ab. Moment, ich tue mal gerade die Markierung weg. Ich meine, gut. Wir haben jetzt nicht unbedingt viel Geld, was wir von dem bekommen werden. Aber ich habe immerhin zwei neue Waffen gekriegt. Und das ist ja eigentlich schon ganz, ganz okay, denke ich mir mal. Weil neue Waffen kosten mehr, als ich von dem Typen wahrscheinlich bekommen würde. Die sind ja ganz, ganz knauserig. Hallo, Plötzes. Das ist ja immer so eine Sache. Muss ich natürlich nur noch den Weg finden. Los, los. Wenn ich meinen Navigator hier mal nicht immer in die Irre führen würde. Runweg. Ich hab dich im Blick. Runweg. Hab ich da nicht schon den Preis ausgehandelt bei dir? Ich glaube nicht. Sei gegrüßt. Hast du Nachrichten? Ah doch, schlechte Nachricht. Schlechte. Dein Sohn ist tot. Er wurde von einem Bies getötet. Ich konnte ihn nur noch rächen. Ich hab's ihm gesagt. Sohn, Farö hat noch nie was Gutes gebracht. Bleib zu Hause. Deine Zeit für Abenteuer und Ruhm wird noch kommen. Deine Belohnung. Das Gold hat mir kein Glück gebracht. Möge es dir besser dienen. Wie viel habe ich denn jetzt gekriegt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, hier hatte ich doch das Gold ausgehandelt. Erfahrungspunkte 300, das ist immer schön. 273, ja, da kann ich nicht meckern. Da habe ich weniger erwartet. Wir haben im Übrigen einen Punkt. Das habe ich gesehen. Wie meine gute Augen gesehen. Wir können jetzt hier skillen, glaube ich. Erhöht die Intensität von I des Igni-Zeichens um 5%. Erhöht die Intensität. Aha. Okay, hier gibt es quasi nur eine Leistungssteigerung. Die Chance verbrennen zu bewirken um 20%. Das ist natürlich schon nicht schlecht, ne? Ich hätte ganz gerne das. Ich benutze halt oft Igni. Zu oft, wenn ihr mich fragt. Auch wenn ich es gerade jetzt zu Anfang nicht gerade oft benutzt habe. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf über den Kamin. Was für ein Schmuck. Ja, aber der fängt irgendwann an zu stinken, mein Freund. Ich glaube nicht... Möge deine Axt nie zerbrechen. Ich glaube nicht, dass du sowas haben willst. Wo gibt's hier... Bevor ich jetzt hier überhaupt was Neues annehme, ich brauche... Ein Gastwirt. Scheiße. Ich will eigentlich die Fragezeichen machen, ne? Da ist auf jeden Fall Tavernenwirt. Da ist ein Händler. Wir können es ja mal versuchen. Wir gehen hier hin und hoffen, dass wir was dort finden. Das sieht mir ja nach einem Dorf aus. Und selbst wenn es besetzt ist, können wir es ja noch befreien.
Das wäre jetzt so meine Idee. Vielleicht kommt da noch ein Händler hin. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht viel Lust, extra bis nach da oben zu reisen, nur weil da ein Gastwirt ist. Das wäre für mich gerade ein bisschen sinnfrei. Ich möchte halt schon ein besetztes Dorf. Ich hab's geahnt. Bam, bam, bam. Verlassene Städte. Aber das macht mir ja nichts. Die sind grau. Ihr Moormixer, ihr. Gut, ein bisschen Leben. Aua. Das sind eindeutig zu viele. Komm, du auch. Du kriegst auch was. Heppa. So muss das sehen. Das läuft doch, der Laden. Und hier ist sogar ein Händler. Ein bisschen Gold ist immer gut. Sie brauchen ziemlich lange. Haben Sie sich vielleicht verlaufen? Sie transportieren seit... Sie werden Balladen über dich singen. Danke. Keine Ursache, mein Freund. Ich helfe den Armen und Schwachen. Du musst länger auf den Inseln bleiben und deine Kraft aufbauen. Das sage ich auch immer. Kaufmann, bitte hab... Was bringt dich her? Bitte hab Ware. Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Oh nein. Was bringt mir jetzt, meine Sachen zu verkaufen? Na gut, komm. Ja, du hast nicht mal genug Gold. Was soll das? Hast du irgendwas Nützliches? Große in... Igniglühen. Das ist echt ein Scherz. Boah, nö. Hartglüfe. Stiefel des Erlenkönigs. Ach man, ne. Wir haben ja eine Rüstung. Ich will sie ja auch anziehen, sobald sie da ist. Leichte Rüstung des Kriegers von Freya. Ja, du mich auch. Das ist eine mittlere Rüstung. Stufe 25. Boah, ich möchte so eine mit so einem schönen Cape haben. Wie kann ich gucken, was ich gerade habe? Nein, nein. Wie kann ich gucken? Ich guck mal meine Vorräte. Wahrlich nicht gerade die aufschlussreichsten, wenn ich das sagen darf. Leb wohl. Ich bin kein Druide, das ist wohl wahr. Rüstung der Krieger Freyas. Wisst ihr was? Ich kaufe mir diese eine. Auch wenn es so eine redanische Rüstung ist. Ich kaufe mir das Ding. Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Ist zwar dann nur für 2 Level. Wenn es jetzt nicht ganz zu teuer. Ich hab nicht auf den Preis geguckt. Alter. 700, ist das dein Ernst? Komm. Ich tue dir mal den Gefallen. Dafür kaufst du mir Folgendes ab. So. Dann verkaufe ich dir noch ein bisschen was anderes. Hier. So. Humanoiden weg. Scheiße, die geben nur 7 Gold. Vivern-Trophäe gegen bei Monstern, das finde ich ganz gut. Chance auf Verstümmeln kann weg. Bonuserfahrung bei Monstern kann weg. Chance auf Verstümmeln kann weg. Humanoide weg. Bonusgold behalte ich mir mal. Erfahrung bei Monstern. So. Wir haben quasi nichts ausgegeben. Okay. Leb wohl. Jetzt ist und bleibt das Thema trotzdem noch Folgendes. Wir haben keine... Ein Hexer.
Beziehungsweise unsere Vorräte werden langsam knapp benutzen. Was? Wer hat das denn gerade? Ach so, das kam da draus. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon. Was soll das? Okay, gehen wir hier hin. Meine letzte Hoffnung ist, dass die da was haben. Das sieht mir nämlich wie ein bewohntes Dorf aus. Das ist quasi genau gegenüber. Das sollte ja dann schon passen. Daddy. Aber ich muss sagen, so langsam wird das doch relativ leicht hier, jede Mission. Vielleicht, weil wir zu hohen Level haben oder vielleicht, weil wir mittlerweile ganz gut mit den ganzen Tränken agieren. Ich denke mal, ich gebe mir ja schon die größte Mühe, hier alle Tränke zu brauen. Und ich denke mal, das sieht man dann auch. Weil... Guckt euch mal meine Tranktasche an, die quillt ja schon fast über. Verpulvern die, ne, Gewicht kosten die zum Glück nichts. Das ist echt cool, muss ich sagen. Als ich das erste Mal hier durchgespielt habe, habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet. Verlieren wir Leben? Ich weiß es gerade gar nicht. Schöllkraut. Triff Yennefer. Hier ist ein Haus. Ein Haus, ein Haus. Vielleicht haben die ja was. Klopf. Spitzwegerich. Ich nehme denen nicht alles weg. Ich bediene mich nur ein bisschen. Man soll ja nicht unbedingt zu gierig sein, ja? Das weiß ich ja. Eine sehr anständige Familie. Allerdings hocken Schweine bei denen. Das ähnelt ja sehr dem Mittelalter, sage ich immer ganz ehrlich. Ja, hier ist nichts. Hier sind Kühe. Spitzwegerich wieder. Kümmern wir uns mal um das Fragezeichen, das vor dem Dorf hier rumhockt. Das ist wahrscheinlich dann wieder ein Monsternest. Oder? Meine verlassene Stätte glaube ich kaum, dass es ist. Das könnte doch eine verlassene Stätte sein. Ist das jetzt so eine Art Witz? Ach so, hier ist der Eingang. Ich wollte schon sagen, kein Schatz, kein Wächter. Toll bewachter Schatz. Das riecht nach Geist. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Das ist mein Schatz, mein Freund. Gwestok. Gwestok. Grüß Gott. Das sieht geil aus. Und macht auch einen Damage mehr. Ich weiß nicht warum, ne? Aber ich bin ja so ein Fan davon, wenn ein Schwert nicht gleich aussieht wie so ein Schwert. Also, zum Beispiel, wenn da so sägeartige, so Wellen im Schwert sind, ja. Das finde ich mega geil. So. Betäuben. Verbrennen. So, Chance auf Taumeln. Betäuben. Tun wir mal Betäuben rein und dann machen wir jetzt noch Angriffskraft hoch.